Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Simon Martis hier und jetzt mit einem sehr, sehr spannenden Video. Und zwar komme ich gerade aus dem Fitnessstudio. Und da sehe ich immer wieder Menschen, die sich auf den Cardiogeräten abstrampeln, die da viel Sport machen, die für sich im Kopf implementiert haben, okay, wenn ich 3, 4, 5 Mal die Woche zum Sport gehe, dann werde ich schon abnehmen. So, die Realität ist meist allerdings so, dass sich da eigentlich nicht viel tut. Vielleicht gehen so 1, 2, 3 Kilo weg, aber dann stagniert das irgendwann. Und in diesem Video will ich dir jetzt ganz klar zeigen, warum das eigentlich so ist. Das heißt, ich zeige dir auf der einen Seite, wie man trotz viel Sport dick bleibt, was du wahrscheinlich nicht willst. Und auf der anderen Seite auch ganz klar, dass es möglich ist, ohne eine einzige Minute Sport zu machen, abzunehmen. Ein halbes Kilo bis ein Kilo pro Woche. Das heißt, 2 bis 4 Kilo im Monat ist definitiv realistisch. Jetzt spielen wir erstmal ein kurzes Intro ein und dann starten wir direkt mal los. Erstmal vorneweg weiß ich, dieses Video wird sehr, sehr viel Gegenwind bekommen, weil es immer Menschen gibt, die stark von ihrem Weltbild überzeugt sind, dass sie viel Sport machen müssen, um abzunehmen. Aber ich mache dieses Video aus einem Grund, und zwar sehe ich immer wieder Menschen, die nicht viel Zeit für Sport haben und das dann quasi als Ausrede nehmen dafür, dass sie dick sind. Das heißt, die haben sich so auf das versteift, dass sie denken, boah, ich muss ja viel Sport machen, um abzunehmen, um schlank zu sein, und dann gar nicht die Möglichkeit sehen, dass sie auch ohne viel Sport abnehmen können. Beispielsweise auch bei uns im Coaching. Wir haben Leute damit drin, die gehen 1, 2 Mal die Woche, machen die so 20, 30 Minuten Sport. Und ich sage nicht, dass das der Optimalwert ist. Das ist ganz wichtig. Klar ist es super, wenn du viel Sport machst. Allerdings, wenn du viel Sport machst und dich falsch ernährst, dann wirst du trotzdem dick bleiben. Dann wirst du schlechtere Resultate erzielen, wie der, der keine einzige Minute Sport macht, aber die Ernährung richtig macht. Das heißt, ganz wichtig zu verstehen, Ernährung ist immer Prio 1. Sport ist eine Unterstützung. Sport kann dir helfen. Sport hat auch den Vorteil, dass du schlussendlich besser aussiehst, das Herz-Kreislauf-System besser funktioniert, dass du dich fitter fühlst. Allerdings, wenn wir rein aufs Abnehmen gehen, dann ist Sport die untergeordnete Kategorie. Und ja, ich weiß, es wird jetzt den einen oder anderen geben, der sagt so, oh nee, Simon, das glaube ich nicht, ich muss viel Sport machen. Ich mache Abnehm-Coaching seit 5 bis 6 Jahren. Ich weiß ganz genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich sehe auch Jahr für Jahr die Leute im Fitnessstudio, die viel machen, die sich den Arsch aufreißen, aber trotzdem nicht vorankommen. Und dann sehe ich die Leute, die eigentlich fast keinen Sport machen, beziehungsweise halt das Minimalmaß, um ein optimales Ergebnis zu erzielen, die aber dann trotzdem vorankommen. Jetzt die Frage, an was liegt das eigentlich? Schau mal, Abnehmen ist eigentlich super, super simpel. Du brauchst dazu keine strenge Diät, du musst nicht auf alles verzichten und du musst auch nicht immer selber kochen. Was du brauchst aber, ist ein Kaloriendefizit. Das heißt, dein Körper verbrennt eine gewisse Anzahl an Kalorien pro Tag. Wenn du weniger aufnimmst, dann wirst du abnehmen. Wieso jetzt viele, jetzt rennen gleich ein paar Kinder durchs Bild, wieso jetzt viele sagen, Sport ist allerdings eine super wichtige Komponente, ist, weil der auch Kalorien verbrennt. Aber ich will dir jetzt mal schwarz auf weiß Zahlen liefern. Eine Stunde intensives Krafttraining verbrennt ca. 300 bis 350 Kalorien pro Tag. Eine Stunde Krafttraining verbrennt ca. 300 bis 350 Kalorien. Eine Stunde Ausdauertraining liegt dann bei ca. 500 Kalorien. Wenn du dir jetzt aber hier beim Bäcker um die Ecke eine Zimtschnicke oder eine Vanilletasche holst, dann ist das wieder eben. Dann hat sich das erledigt. Gib mal ein, was ein Bier hat, ein großes Bier. Da ist deine Krafttrainingseinheit meist direkt wieder gestrichen. Das heißt, du reißt dir eine Stunde den Arsch auf beim Sport. Du schwitzt wie ein Blöder, du nutzt, du investierst das Wichtigste, was du hast. Und das ist Zeit, die du mit deiner Familie verbringen könntest, die du mit Freunden verbringen könntest, die du entspannen könntest, die du mit der Partnerin verbringen könntest, die nutzt du für den Sport. Was schon mal eine sehr tolle Sache ist, weil du zeigst, dein Körper ist dir wichtig, deine Gesundheit ist dir wichtig, du willst diesen Bauch hier nicht mehr haben. Allerdings, wenn du diese Stunde investierst und nachher einfach mal eine falsche Entscheidung triffst, dann hat sich diese Stunde eigentlich schon fast wieder erledigt. Das heißt, du hast sie genommen, du hast sie weggeschmissen.
hart gesagt, wenn es rein ums Abnehmen geht, wenn es um diesen Bauch geht. Das heißt, viel, viel wichtiger für dich persönlich ist, dass du mal erkennst, welche Ernährungsfehler machst du so über den Tag verteilt. Und da geht es so um die kleinen Feinheiten. Das heißt, nochmals festgelegt für dich, Abnehmen ist nicht schwer. Das predige ich jedem. Abnehmen ist nur dann schwer, wenn du keine Ahnung davon hast. Denn wenn du ein Abnehmkonzept richtig an dich persönlich angepasst bekommst, dann braucht es weder viel Zeit, noch musst du auf alles verzichten, noch musst du hungern. Abnehmen kann super, super einfach sein. Kunden bei uns sagen zum Beispiel, hey Simon, das gibt's gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich esse jetzt mehr als früher, obwohl ich jetzt ein Kilo in der Woche abnehme. Wie ist denn das machbar? Ja, das ist dahingehend machbar, weil ich hier oben einfach jahrelang reingebuckelt habe, um diese Materie zu verstehen. Damit ich dieses scheinbar einfache oder doch so komplexe System ganz alltagstauglich für jeden hinbekomme, dass der da nicht mehr viel machen muss. Darum für dich der wichtige Aspekt, Sport, egal ob es Cardio ist oder Krafttraining ist, ist eine super Alternative. Das ist eine super Ergänzung zum Abnehmen. Allerdings wird Sport alleine dir einfach gar nichts nutzen. Wenn du 20 Kilo zu viel hast, wirst du auch mit dem Sport noch diese 20 Kilo zu viel haben. Wenn du nicht deine Ernährung auf die Kette bekommst, wenn du da nicht an den richtigen Stellschrauben drehst, dass du endlich abnehmen kannst. Und ich weiß, dieses Thema wirkt für viele sehr, sehr schwer. Wie kann ich lecker essen und trotzdem abnehmen? Wie kann ich satt sein und trotzdem abnehmen? Darum, wenn dich das interessiert, wenn du da offene Fragen hast, dann kontaktiere mich sehr gerne mal. Du findest unter diesem Video einen Link. Wenn du da draufklickst, kommst du auf eine Seite, wo du dir noch ein paar Infos durchlesen kannst und du kannst dich dann für ein kostenloses Beratungsgespräch, entweder mit mir persönlich oder sonst mit einem Experten aus meinem Team bewerben. In diesem Gespräch werden wir auf dich angepasst eine klare Strategie ausarbeiten. Das heißt, wir schauen, wo bist du, wo willst du hin, was hast du an zeitlicher Verfügbarkeit für Essen, für Training, was macht bei dir persönlich Sinn? Denn entgegen dem, was viele immer denken, dass so Fitness so eine universelle Sache ist, ist es nicht. Es ist immer individuell. Jeder von uns hat seinen eigenen Alltag, jeder von uns hat sein eigenes Ziel, jeder von uns, dem schmeckt was anderes. Darum muss man das natürlich auf dich anpassen. Darum, wenn du da Hilfe willst, einen roten Faden, wo du dich entlanghangeln kannst zu deinem Ziel, ein klarer Plan, wo du weißt, was du machen solltest, mit wenig Zeitaufwand, viel Ergebnis, weil das ist mein Ansatz. Wenn du sagst, du hast alle Zeit der Welt, bin ich vielleicht nicht der Richtige für dich, aber wenn du sagst, hey, ich will mit wenig Aufwand, mit dem, was halt nötig ist, was mir Spaß macht, will ich in Form kommen, dann lass uns sehr gerne mal sprechen. Klick den Link, füll dann kurz einen Fragebogen aus, damit ich ein paar mehr Infos über dich bekomme. Das heißt, damit wir uns besser auf einen Termin mit dir vorbereiten können und dir schlussendlich besser weiterhelfen. So, jetzt hoffe ich, dieses Video hat dir gefallen, es konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Sport, tolle Sache, allerdings absolut, absolut nicht Nummer 1 beim Abnehmen. So, ich wünsche dir jetzt noch einen mega schönen Tag. Wir gehen jetzt noch mal einen Kaffee trinken. Und wenn dir das Video gefallen hat, like es, teile es mit deinen Freunden. Und ich wünsche dir einen super Tag. Dein Simon Matthies. Hau rein. Ciao, ciao.